Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und eine meiner Lieblingsbands hat ein neues Video rausgebracht. Denn es handelt sich um In Extremo, sieht man ja auch im Titel. Die veröffentlichen auch mit Wolkenschieber am 6.9. ihr neues Album. Vormerken, definitiv. Ich werde es mir holen. Ja, dazu ist ein Video erschienen, das nennt sich auch Wolkenschieber, quasi der Titeltrack. Und ich würde sagen, da schauen wir rein, da hören wir rein. Ich quatsch drüber, danach quatschen wir über die Band und was noch so alles ansteht und wie auch immer. Und los geht das. Da wird einer getragen. Ah, solche Rhythmen bin ich von Inex gar nicht so gewohnt aus der neuesten Neuzeit. Jedenfalls ist typisch eigentlich so ein Mittelalter-Rhythmus. Boom, boom, tschak, tschak, boom, boom, tschak, tschak, boom. Ich hab nach den schweren Stunden aber nicht einen Trank gefunden. Der schiebt die Wolken von der Stirn. Sperrt Rücken. Das ist wirklich das letzte voll zum Bewegen. Was ist das denn? Ein gute Laune-Song. Geht um mein Lied, um mein Getränk. Getränk. Ein Schnaps. Es geht um ein Getränk. Um ein Schnaps. Mir gefällt es euch. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr dabei seid. Like und Abo nicht vergessen. Aber ein bisschen wenig Dudelsack mit dabei. Sackpfeife. Sackpfeife. Gerade noch gesagt. Ah, der Sackpfeifer muss zuerst geweckt werden. Ja, geil, das macht Laune. Das macht Laune. Ich trinke gerade lieber meinen Kaffee. Wolkenschieber, geiler Song, lustiges Video, geht aber noch eine halbe Minute das Video. Laut YouTube kommt da noch Mucke oder wird jetzt bloß ein bisschen was gezeigt und noch Credits, wer weiß. Will er jetzt auch umfallen? Ja, komm. Ja, zwei Gläser. Warum fällt der nicht um? Das ist doch unfair. Ja. 360 Grad Design. Ja, Wolkenschieber, muss ich sagen. Geiler Song. Gefällt mir In Extremos ja. Sowieso eine meiner Lieblingsbands habe ich ja gerade schon euch gespoilert und ich habe tatsächlich vergessen, mir hier In Extremo aufzumachen.
Ja, und in Extremo kennen wir ja wahrscheinlich alle, nehme ich mal an, gerade in der Mittelalterszene, eine der bekanntesten Bands, neben Saltatio Mortis, Corvus Corax, Sapultus Heli, so um den Dreh. Aber tatsächlich die Band, die mir da am meisten gefallen hat und auch damals durch verehrt und angespielt, bin ich so wirklich richtig in Extremo-Fan geworden, so mit Spielmannsfluch und solchen Liedern, die halt alle aus der Zeit noch kommen, wo man wirklich, die ich aber auch aus der Zeit noch kenne, das sind halt so die Klassiker, die man immer hört von In Extremo. Und Weg die Toten war davor die CD auch eine der besten Mittelalter-Rock-Alben, meiner Meinung nach. Eure kann da ganz anders sein. Wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Danach kam halt noch nur geile Alben, Sünder ohne Zügel, 7, Mein rasend Herz, Sängerkrieg, Sterneneisen fand ich jetzt nicht so gut, und aber ist trotzdem noch ein gutes Album. Also, ist aber jetzt von Index meiner Meinung nach nicht das Beste. Und das mal so zum Kunstraub, Quid pro Quo, auch geile Alben. Kompass zur Sonne habe ich, habe ich, als es rauskam, irgendwie wochenlang nur gehört. Das ist irgendwie nur das eine Album. Und ich muss sagen, NX ist so eine geile Band, die gefallen mir halt. Die machen halt immer Spaß. Und auch schon, weiß gar nicht, wie oft ich die live gesehen habe, schon das ein oder andere Mal. Also in Hallen irgendwo oder auf Konzerten, also Open Air oder auf Festivals. Schon leider noch nicht auf dem Markt. Ich würde sie gerne mal mit einem Marktset sehen, wenn sie das überhaupt mal machen. Das weiß ich gerade gar nicht. Habe ich leider noch nicht gesehen. Würde mich aber auch mal interessieren. Aber schon so oft live gesehen. So eine coole Truppe. Die haben auch so eine Energie auf der Bühne, auch mit dem Feuerwerk, was dann da losgeht und alles. Das ist halt so der Mittelalter-Rock, wie ich ihn mag. Wirklich noch so diese. Gar nicht versuchen, in die Deutschrock-Schiene reinzurutschen, sondern wirklich rein Mittelalter-Rock zu machen. Weil viele Mittelalter-Rock-Bands sind ja irgendwann in die Deutschrock-Schiene abgerutscht. Was heißt abgerutscht? Haben den Schritt natürlich bewusst gewählt. Das war dann halt viele Bands Deutschrock mit Dudelsack. Das war jetzt nicht ganz so meins, aber halt, wenn es wirklich so Mittelalter, auch so um die Texte und die Schreibweisen, und das ist natürlich nicht mittelalterlich, aber schon so ein bisschen, ne, in die Richtung, das macht mir halt super Laune, deswegen In Extremo ist, was die Art der Musik angeht, definitiv meine Nummer 1. Ich sage, bei vielen ist es Saltatio Mortis, bei vielen anderen ist es Sepultus Heli, wo das sind ja auch Bands, die kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen, weil die machen ja doch irgendwie schon, tendenziell haben die gleichen Wurzeln, aber machen schon andere Musik, machen also andere Richtungen von der Art her. So. Was haltet ihr von Index? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.